Ein Fest, genau wie uns gesagt wurde. Verständlich, wenn durch den Sturm Häuser beschädigt wurden und sie sogar Verluste zu beklagen haben. Ja, da wäre mir auch nicht nach Feiern zumute, das ist zwar schade, aber wir sind ja nicht zum Spaß hier. Lasst uns nach dem Thronrichter suchen. Kaylee! Oh, was? Das ist die Begrüßung der Hanuhanu. Ich dachte, du warst schon einmal hier. Hast du sie da nicht gehört? Damals war das Fest gerade in vollem Gange und hat mich abgelenkt. Willkommen, willkommen. Prinzessin Wuklamar und ihre Unterstützer nehme ich an. Ich habe euch bereits erwartet. Gestatten? Sanuhali, meines Zeichens Älteste der Hanuhanu. Und seit kurzem auch frisch gebackene Thronrichterin für den Ritus der Thronfolge. Thronrichterin? Dann hatten wir tatsächlich recht. Wir müssen einfach nach und nach die Orte abklappern, in der Tuliolal-Saga vorkommen. Also dann immer her mit der Prüfung, ich bin mehr als bereit. Haha, dein Eifer freut mich, aber zügle dich ein wenig. Ich wollte euch lediglich darüber informieren, dass es noch eine Weile dauern wird, bis die Prüfung beginnt. Ihr werdet euch also noch was gedulden müssen. Ich entschuldige mich dann für den Moment. Bis später. Na gut, wenn wir noch Zeit haben, warum erkunden wir uns nicht etwas die Siedlung? Vielleicht finden wir etwas heraus, das uns in der Prüfung hilft. Du machst dir ja ganz schön Gedanken, was? Na und? Denkst du etwa, ich hätte Angst? Aber nicht doch, das war als Kompliment gemeint. Nachdem wir den Dämmerkönig als sehr spontan kennengelernt haben, hätte ich erwartet, dass du mehr nach ihm kommst. Nur um das klarzustellen, mein Altaschen ist nicht immer spontan. Besonders sein Kopf der Weisheit macht sich über alles Mögliche gründlich Gedanken. Wobei ich schon verstehen kann, woher der Eindruck kommt, wenn man nur den Kopf des Mutes kennenlernt. Es würde mich freuen, wenn wir uns im Laufe unseres Aufenthalts auch dem Kopf der Weisheit vorstellen könnten. Na, er wird bestimmt einmal wach sein, wenn wir in Tuliolal sind. Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Wir sind uns also einig, dass wir die Siedlung erkunden und mit den Einwohnern sprechen, bis die Prüfung beginnt. Richtig. Diese Prüfungen könnte ich zwar sicherlich auch im Schlaf bestehen, aber nur herumzustehen und nichts zu tun wäre doch viel zu langweilig. Ich halte eine Erkundung auch für sinnvoll. Sanuhali mag zwar eine Thronrichterin sein, aber sie ist auch eine Hanuhanu und eine Bewohnerin dieser Siedlung. Ihr Volk kennenzulernen wird uns sicherlich nützlich sein. Ich schlage vor, dass wir uns aufteilen. Alizé, Ehrenwill und Kriele. Euch dreien würde ich gerne den hinteren Teil des Dorfes überlassen.
Stefanie, Buklamar und ich werden uns im vorderen Teil umsehen. Klingt nach einem Plan. Na gut, liebe Freunde, dann wollen wir uns doch mal hier in Okanu umhören. Dann gehen wir direkt mal gucken, wo wir denn unseren ersten Ansprechpartner hier haben. Deprimierter Hanuhan. Seit ich lebe, hat uns noch nie solch ein heftiger Sturm heimgesucht. Glücklicherweise hat der Dämmerkönig direkt reagiert und uns Waren sowie Helfer geschickt. Die Reparaturen unserer Dächer kommen also gut voran, aber der Sturm hat noch so viel mehr Schaden angerichtet. Auf so viele verschiedene Arten. Es fällt mir im Moment schwer, positiv in die Zukunft zu blicken. Der Arme. Dann halten wir mal Aussicht am Aussichtspunkt. Durch den Sturm wurde ein Großteil der Dächer stark beschädigt. Die Reparaturen kommen zwar gut voran, sind aber scheinbar noch nicht vollständig abgeschlossen. Viele ihrer Häuser sind noch nicht wieder repariert. Das sind nur die materiellen Schäden. Da wundert es keinen, dass die Stimmung hier so bedrückt ist. Der Sturm muss wirklich unvorstellbar stark gewütet haben. Kann ich als Prinzessin nicht irgendwie aushelfen? Sehen wir uns noch ein wenig weiter um. Ein Schilfbündel haben wir hier. Es liegen Bündel geschnittenes Schilfes auf dem Boden. Ein Großteil der Schilfrohre sieht schlaff und verdorrt aus. Möglicherweise wurden sie bereits vor längerer Zeit geerntet. Okay, das hat uns jetzt nicht allzu viel geholfen. Dann machen wir uns mal weiter und reden mit dem Nächsten. Ich denke mal, da werden wir noch ein bisschen mehr über die Ernte erfahren, könnte ich mir vorstellen. Oder wir schauen uns dann das schilfgeflochtene Boot an. Damit ist bestimmt auch irgendwas, oder? Dies scheint eine Art Boot zu sein, das aus Schilf geflochten wurde. Der Schnabel und die Federn deuten darauf hin, dass es einem Vogel nachempfunden ist. Okay. Dieses Boot scheint aus Schilf angefertigt worden zu sein. Auf dem Weg hierher sind mir auch einige Bündel Schilfrohre aufgefallen. Für die Hanuhanu handelt es sich hierbei wohl um eine wichtige Naturpflanze. Hey, könnt ihr drei mich hören? Uns wurde gesagt, dass die Prüfungen bald beginnen. Kommt zum großen Gebäude im südlichen Teil von Okanu. Endlich, ich bin schon auf dem Weg. Wir sollten uns beeilen. Soralja und den Doppeldummkopf habe ich noch nicht gesehen. Es wäre nett von unserem lieben Bruder, sich bereits hier einen Fehltritt zu erlauben. Aber diesen Gefallen wird er uns wohl kaum tun. Erlaubt mir, mich erneut vorzustellen. Man nennt mich Sanuali und ich bin die Älteste dieser Siedlung. Darüber hinaus bin ich auch eine Thronrichterin, womit mir die ehrenvolle Aufgabe zuteil wird, eure Tauglichkeit für den Dämmerthron zu prüfen.
Hört nun gut zu. Meine Prüfung lautet wie folgt. Nicht so schnell. Oder wollt ihr wirklich ohne den künftigen König anfangen? Oh, er ist doch noch gekommen. Keine Sorge, bei dieser Prüfung gibt es keine zeitliche Begrenzung. Also dann, auf ein neues. Okhanu und das hier wachsende Schilf sind Zeichen des besonderen Bundes zwischen dem König und den Hanuhanu. Im Geiste dieses Bundes und unseres Kapitels in der Tuli-Yolal-Sage werdet ihr euch daher der Prüfung des Schilfes stellen. Scheinbar ist Schilf eng mit der Kultur der Hanuhanu verbunden. Aber welche Rolle wird es wohl in dieser Prüfung spielen? Ihr müsst wissen, wir bauen unser Schilf auf den nahegelegenen Feldern an. Es dient uns als Nahrung, sowie als Material für Kleidung. Es ist also ein wichtiger Bestandteil unseres Alltags. Jedoch fahren wir in letzter Zeit aus unbekannten Gründen nur noch schlechte Ernten ein. Aber dann ernannte mich der König zur Thronrichterin. Also entschied ich, dies als Glücksfall zu betrachten und den Ritus mit unserer misslichen Lage zu verbinden. Immerhin sollte es für einen zukünftigen König keine große Herausforderung darstellen, das Problem unserer schlechten Ernte zu lösen, nicht wahr? Ja, also ich schätze, ein König nimmt sich der Sorgen seiner Bürger an. Das tut er in der Tat. Und wer uns erfolgreich hilft, dem überreiche ich einen Prüfstein. Ich habe eine bessere Idee als diese Zeitverschwendung. Her mit dem Stein, sonst kriegst du meine Klinge zu spüren. Oh weh, oh weh, oh weh! Mein werter Bakul Jaja, ihr seid ja Feuer und Flamme für den Thron. Unter den Thronrichtern mag es solche geben, die sich liebend gern mit euch messen würden. Aber ich für meinen Teil lehne dankend ab. Kommt einer von uns sieben ohne Einwilligung durch einen Teilnehmer zu Schaden, so wird dieser auf der Stelle disqualifiziert. Zieht also gerne euer Schwert, wenn ihr dies wünscht. Tja, sind alle Richter solche Feiglinge? Da vergeht er mir glatt die Lust. Freut mich, dass wir uns einigen konnten. Also dann, die Prüfung des Schilfes ist somit offiziell eröffnet. Zeigt, was in euch steckt. Sonst gibt es keinen Prüfstein. Das Katerchen hat einige Tricks jenseits der See gelernt. Könnte nützlich sein, sich an seine Fersen zu heften. Und was ist mit Prinzessin von Mietz? Guter Witz. Du weißt doch selbst, dass sie gegen die Prinzen keine Chance hat. Dann sind wir ja einer Meinung. Wir sind schon so lange Bakul Jaja, dass ich auf dich abgefärbt habe, was? Aber ihre Wachhündin, die könnte uns vielleicht noch Probleme bereiten.
Dieser verdammte Dreckskerl. Warte nur, dem werde ich's zeigen. Laut Sanohalis Erklärung gibt es für diese Prüfung kein Zeitlimit. Also lasst uns ganz in Ruhe unsere nächsten Schritte überlegen. Ja, du hast ja recht. Verschwend mir keine Gedanken an diesen Idioten.